In der letzten Woche habt ihr eine ganze Menge Ableitungen ausgerechnet. Die Situation war immer so, ihr hattet eine Funktion und es ging letztlich darum, die Steigung der Funktion an einem bestimmten Punkt rauszufinden. Ja, also sagen wir hier an so einem Punkt x0 und da ging es halt darum, die Steigung rauszukriegen. Ja. Die Steigung der Funktion f ist die Steigung der Tangente. Die Tangente ist die Gerade, die sich so perfekt in dem Punkt x0, f von x0 an die Funktion f dran schmiegt. Und ihr habt das gemacht, indem ihr erstmal eine Sekante gebildet habt, also einen zweiten Punkt dazu genommen. Und dann habt ihr diese Punkte aufeinander zubewegt, sodass die Sekante sich immer mehr an die Funktion angeschmiegt hat, bis am Ende als, ja, als Idee letztlich diese beiden Punkte miteinander verschmolzen sind und man die perfekte Tangente bekommen hat. Wenn das klappt, dann ist die Funktion f differenzierbar an diesem Punkt und wir hatten also f Strich an der Stelle x0 und das war dieses m, das war dann die Steigung der Tangente mit dem Steigungsdreieck und das ist die Steigung der Funktion f an diesem Punkt x0 geometrisch betrachtet. Wenn man es mehr so physikalisch betrachtet, dann könnte man auch sagen, es ist die Änderungsrate. Also wie schnell oder wie stark verändert sich eigentlich die Funktion, wenn man jetzt so ein Stückchen weitergeht auf der x-Achse. Und das interessiert einen oft jetzt nicht nur an einem bestimmten Punkt, sondern es interessiert einen für einen ganzen Bereich auf der x-Achse. Wie verändert sich denn eine Funktion? Wie entwickelt sich die Änderungsrate? Ja, und wenn man so einen ganzen, die Änderung über einen ganzen Bereich untersuchen will, dann braucht man die sogenannte Ableitungsfunktion. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen. Ich habe hier ein, mit Hilfe von GeoGebra eine Exponentialfunktion geplottet. Diese grüne Funktion hier, die ihr hier sehen könnt. Und ja, Exponentialfunktionen sind im Moment natürlich ein wichtiges Thema, weil ihr wisst ja, dass Krankheiten sich exponentiell verbreiten können unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist hier natürlich der Fall. Das Gemeine dieser Exponentialfunktionen ist eigentlich, wenn ihr jetzt mal diesen Punkt A betrachtet, also die Funktion ist sehr, sehr flach und es passiert eigentlich nicht viel. Und dann steigt sie so ein bisschen an und dann wird sie aber total steil und dann gehen praktisch ja die Zahl der Krankheitsfälle geht halt so richtig durch die Decke. Und dieses Verhalten, dieses starke Wachstumsverhalten, das sieht man eben auch daran, wie sich die Änderungsrate entwickelt, wenn man jetzt den Punkt A verschiebt. Also es geht tatsächlich nicht nur darum, wie groß ist die Änderungsrate an einem Punkt, sondern wie entwickelt sich die Änderungsrate, wenn ich jetzt viele Punkte angucke. Ja, dafür habe ich diesen Schieberegler. Ich zeichne mal die Tangente an dem Punkt A ein und ich hätte auch ganz gerne die Steigung. Genau, ihr seht vielleicht schon die Steigung, man sieht jetzt fast nichts, ne? Es ist sehr klein, das ist die Änderungsrate, sehr gering, ganz kleine Zahl. So, aber dann geht die Änderungsrate hoch und dann geht die Änderungsrate immer höher und dann wächst die Änderungsrate selbst richtig schnell. Ja. Oder anders gesagt, die Tangente, wenn man jetzt nach rechts wandert, wird immer steiler und steiler. Und wenn man jetzt genau untersucht, wie das Wachstum dieser Änderungsrate ist, dann ist das wieder ein exponentielles Wachstum. Und deswegen ist das so eine total, ja, man kann nicht sagen, es ist eine gefährliche Funktion, aber es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn es eine Entwicklung gibt, die sich mit einer Exponentialfunktion beschreiben lässt.
Jetzt hofft man natürlich, dass eine Krankheit, die sich ausbreitet, nicht für immer sich mit so einem Exponentialterm ausbreitet, sondern irgendwann sind viele Leute krank geworden, hoffentlich auch viele wieder gesund und entwickeln Resistenzen. Und dann passiert was anderes. Ich nehme mal hier den Punkt A weg und auch die Tangente und auch die Steigung. Und ich zeige euch mal eine andere Funktion. Das ist eine Funktion, die oft als realistischer angesehen wird, wenn es um Ausbreitung von Krankheiten geht, weil sie verhält sich hier am Anfang eigentlich genauso wie die Exponentialfunktion. Sie steigt sehr stark, aber irgendwann gerät das Ausbreiten der Krankheit an eine natürliche Grenze. Ja? Zu viele Leute sind schon wieder gesund geworden und haben Resistenzen entwickelt, sodass der Virus oder das Virus sich gar nicht mehr so stark verbreiten kann. Und dann ja, verändert sich natürlich auch die Änderungsrate. Ich habe hier mal einen zweiten Punkt, den ich hier an der roten Linie entlang laufen lassen kann. Ja. Und wenn man jetzt die Steigung an diesen Punkten untersuchen möchte, brauche ich wieder meine Tangente. Und ich lasse mir das Steigungsdreieck anzeigen. Und dann seht ihr, also hier ist im Prinzip das gleiche Verhalten. Die Änderungsrate ist sehr klein. Die Funktion bleibt sehr flach. Die Steigung ist gering. Aber dann steigt die Änderungsrate. Wird immer größer, größer, größer. So. Aber dann kommt ein Punkt, wo die Änderungsrate wieder kleiner wird. Ja, hier wird die Änderungsrate wieder kleiner, die Funktion flacht ab und ja, letztlich kommt man zu so einer Art Sättigungswert. Man nennt das ein logistisches Wachstum und interessant ist natürlich dieser Punkt hier irgendwo, wo, also hier an der Stelle, da ist die Änderungsrate immer noch größer geworden, 1,9, 1,99, 2,08. 2,15, 2,2, 2,23, 2,24 und jetzt wird sie wieder kleiner. 2,17 und so weiter. Das heißt, man möchte irgendwie wissen, wo ist denn dieser Hochpunkt der Änderungsrate? Weil wenn man das sieht, ja, dass die Änderungsrate immer weiter steigt und dann sieht man, ah, und jetzt wird die Änderungsrate aber wieder kleiner, dann kann man zumindest hoffen, dass man jetzt das Schlimmste hinter sich hat, dass nämlich jetzt, dass die Ausbreitung der Krankheit sich nicht mehr exponentiell entwickelt, sondern ja, dass die Wachstumsrate hier wieder kleiner wird. Ich habe mal die Ableitung, also letztlich die Änderungsrate als Funktion für die Exponentialfunktion hier eingezeichnet. Jetzt wird man gleich fast nichts sehen, nur die grüne Funktion ist grau geworden, weil die Ableitung der Exponentialfunktion ist tatsächlich mit der Exponentialfunktion identisch. Interessanter ist jetzt hier, wenn ich jetzt also zum Beispiel an, sagen wir mal, an dieser Stelle bin, ja, 2,24, 2,24. Ich habe also hier in dieser braunen Linie, da sind einfach immer die Werte der Änderungsrate als Funktion über x aufgetragen. Ja. Wir haben also die braune Linie, die ist hier klein und dann wird sie immer größer, immer größer, immer größer. Bis man hier bei x und ungefähr so bei 1,5 ist. Und dann wird die Änderungsrate wieder kleiner. Das bedeutet, die braune Kurve flacht ihr hier ab und nähert sich dann wieder der Null an. Ja, also, das ist also die Idee der Ableitung oder Änderungsrate, die man nicht nur an einem Punkt anschaut, sondern als Funktion. Ja, man sagt also jetzt, so wie ich eben also eine Funktion hatte, die in unserem Fall also
reelle Zahlen auf reelle Zahlen abbildet und jedes x wird auf einen Term abgebildet, f von x. So wollen wir jetzt die Ableitungsfunktion erklären. In unserem Fall wird sie dann wieder reelle Zahlen auf reelle Zahlen abbilden. Und jedes x auf der x-Achse, dem ordnen wir jetzt nicht den Funktionswert zu, sondern den Wert der Ableitung an diesem Punkt x. Und man könnte jetzt natürlich für jeden Punkt die H-Methode anwenden und immer ausrechnen, wie groß denn die Steigung ist. Glücklicherweise gibt es eine Abkürzung. Aber bevor wir zu dieser Abkürzung kommen, möchte ich einmal noch ein grafisches Beispiel zeigen. Ja, wir hatten hier eben hier, okay, da klicke ich erstmal ein bisschen was weg. Die Funktion kennt ihr aus unserer Videomathe-Stunde. Da haben wir die Ableitung ausgerechnet, ich glaube am Punkt 3. Genau. Und da war wir haben die Ableitung ausgerechnet, also die Steigung der Tangente oder die Änderungsrate der Funktion am Punkt x gleich 3 und haben rausbekommen, die Steigung ist 2. Ja. Wir wüssten jetzt also, die Ableitungsfunktion hat an dem Punkt x gleich 3 den Wert 2. Die Funktion selbst ja nicht, ja, die hat da einen anderen Wert, nämlich so 1,5 oder sowas in der Art. Ja, genau. Ich würde mal gerne zusammen mit euch überlegen, wie könnte denn die Funktion jetzt aussehen, die die Ableitung beschreibt. Wir kennen sie jetzt hier an einem Punkt. Der Funktionswert bei x gleich 3 ist 2 der Ableitungsfunktion. Aber wie sieht sie aus? Ihr könntet jetzt das Video mal anhalten und kurz überlegen. Wenn ihr dann wieder dabei seid, habt ihr vielleicht Folgendes überlegt. Wir wissen ja schon mal sicher, hier, da ist die Steigung 0. Die Tangente ist waagerecht. Bei x 0 gleich 1. Bei kleineren x-Werten, da ist die Steigung negativ. Wir brauchen also eine Funktion, die für alle x-Werte kleiner als 1 negativ ist. Bei x gleich 1 ist sie 0. Und dann wird sie immer größer, ja, und hat positive Werte. Und wenn ich mir jetzt mal die Ableitung angucke als Funktion, dann seht ihr, dass diese blaue Linie, die tut genau das. Die ist hier bei x gleich 1 ist sie 0, bei kleineren x-Werten ist sie negativ, zum Beispiel hier bei x gleich minus 1 ist sie minus 2, da ist also hier der Funktionswert der Ableitungsfunktion ist minus 2 und so kann man sich da jetzt vorarbeiten. Und kann also sich grafisch überlegen, welche Art von Funktion oder überhaupt welcher Funktionsterm passt, um die Änderungsrate der Funktion f als Funktion wiederum zu beschreiben. Hier ist das der Term x minus 1. Ja, und die ursprüngliche Funktion war 0,5x² minus x, mit der wir letzte Woche gearbeitet hatten. Ja, also wie kann man jetzt diesen Zusammenhang einfacher hinkriegen als mit der H-Methode, mit der ihr so hart gearbeitet habt letzte Woche? Ich habe damals, letzte Woche, ja schon verraten, was dabei rauskommt. Also wenn man sich jetzt mal eine Liste macht von Funktionsterm und den Ableitungen, die dazu passen, dann findet man, dass die Funktion x, die Ableitung 1,
Funktion x Quadrat hat die Ableitung 2x. Funktion x hoch 3 hat die Ableitung 3x Quadrat. X hoch 4 hat die Ableitung 4x hoch 3. Und wenn man das jetzt immer weitermacht, es wird schnell langweilig, immer mit der H-Methode natürlich, an vielen Punkten auswerten, gucken, passt das zusammen, dann stellt man fest, dass wenn man also jetzt die Funktion betrachtet, sagen wir mal die Funktion f, die reelle Zahlen auf reelle Zahlen abbildet und jedem x die Potenzfunktion x hoch n zuordnet. Ja? Und n soll jetzt irgendeine, naja, sagen wir mal, eine ganze Zahl sein. Ja, oder sagen wir besser erstmal eine natürliche Zahl. Sicher, sicher. Also n ist sowas wie 1 oder 2 oder 3. So, wie sieht die Ableitung aus? Nun, die Ableitungsfunktion bildet wieder reelle Zahlen auf reelle Zahlen ab und jedem x wird zugeordnet n mal x hoch n minus 1. Man nimmt also einfach den alten Exponent, den man hier oben hatte, und schreibt ihn vor den Term mit dem x. Und dann bildet man einen neuen Exponent, indem man den alten minus 1 rechnet. Das ist eine ziemlich einfache Regel und die passt hier sogar ganz gut, wenn man nämlich berücksichtigt, dass 1 ja x hoch 0 ist und x einfach nur x hoch 1. Man hat also 1 mal x hoch 0. Hier hat man die 2 nach vorne geholt und 2 mal x ist ja 2 mal x hoch 1. Ja, und hier sieht man es direkt, ne? Also die 3 wandert nach vorne und hier oben hat man also 3 minus 1, also 2. Genauso wie hier. Die 4 wandert nach vorne. Und hier oben hat man 4 minus 1, also 3. Machen wir mal ein Beispiel, das vielleicht später in den Betamax-Aufgaben auch nochmal auftaucht. Also eine ganz krasse Funktion jetzt mal. F von x. Ich mache das mal lieber dunkelblau. Ist x hoch 49, also eine echt heftige Potenzfunktion. Ja, und wenn wir jetzt sagen sollen, wie die Ableitungsfunktion aussieht, ist das trotzdem ziemlich einfach. Wir können nämlich die Ableitungsregel anwenden, keine H-Methode. Wir nehmen den alten Exponent nach vorne, 49 mal x und jetzt 49 minus 1, also hoch 48. Und jetzt können wir direkt sagen, wenn wir das zum Beispiel die Steigung von f an der Stelle, sagen wir mal 1, dann können wir sagen, das ist f' an der Stelle 1. Naja, und das ist 49 mal 1 hoch 48. Das ist 49. Das ist also sehr steil an der Stelle. Das ist sehr einfach. Ja, keine H-Methode, einfach Ableitungsregel angewendet. Man kann das jetzt auch umdrehen. Noch ein Beispiel aus euren Betamax-Aufgaben. Also neues Beispiel, neue Funktion, ich nenne sie wieder f von x. Sagen wir mal x hoch 7. Und die Frage ist jetzt, wo hat die Funktion f die Steigung
Sagen wir mal 7. Wo heißt bei welchem x? Naja, müssen wir mal gucken. Also die Ableitung der Funktion beschreibt ja die Steigung. Und die Ableitung können wir jetzt sehr leicht bilden. Das ist 7 mal x hoch 6. So, und bei welchem x ist das jetzt gleich 7? Naja, und das hier ist jetzt eine Gleichung, die können wir lösen. Wir haben jetzt die Frage, bei welchem x ist die Steigung der Funktion gleich 7? Umformuliert in die Frage, wo hat die Ableitungsfunktion den Wert 7, also bei welchem x? Also 7 mal x hoch 6 gleich 7. Naja, das kann ich ausrechnen mit Äquivalenzumformung. Ich teile mal durch 7, haben wir x hoch 6 gleich 1. Die sechste Wurzel oder hoch ein Sechstel. Aber die sechste Wurzel aus 1 ist auch 1. Also haben wir herausgefunden, bei x gleich 1 hat die Funktion f von x gleich x hoch 7 die Steigung 7. So, ihr habt Betamax-To-Dos auf, die werden sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Einmal die grafische Bedeutung der Ableitungsfunktion und dann Ableitungsfunktionen ausrechnen mit der Potenzregel und auch ein paar Aufgaben, wo man so die Frage umdreht und fragt, wo hat eine Funktion eigentlich einen bestimmten Wert für eine Steigung? Schaut euch das genau an, notiert euch Fragen, postet eure Fragen, alles, was ihr gelernt habt, wo ihr noch Probleme habt, auf Seesaw und bereitet euch damit gut vor auf unsere nächste Video-Live-Mathe-Stunde.